So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Ja, die zweite Aufnahme, die wir tot starten. Ich weiß selber nicht, was passiert ist. Es ist ein anderer Tag als das letzte Mal. Das letzte Mal habe ich mir was zu essen bestellt und ich habe ja in der Aufnahme noch gesagt oder gefragt, ob da was geklingelt hat und habe dann gesagt, nö, hat nichts geklingelt. Aber doch, der Lieferant hatte geklingelt und ja, ich habe nichts gehört und dann hat er hier halt angerufen und dann hat er hat gesagt, dass er vor der Tür steht und ja, da stand dann halt schon 5 Minuten und ja, war jetzt nicht, kein großes Ding und so, hat sich nicht aufgeregt gehabt oder so. Aber egal. Ja, warum wir tot sind, weiß ich selber nicht. Ich denke, wenn der Hortler, der mit uns auf diesem scheiß Boot war, hat uns getötet. Und irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wo wir unsere Leiche finden, weil da ist unser Leichnam. Aber nee, ist ein Gesicht, dass wir uns dann leicht dann nicht mehr finden. Ich bin noch nie auf dem Boot gestorben. Warte mal. Was? Ja, ich glaube nicht, dass wir da gestorben sind. Da wollten wir ja eigentlich hin. Nee, oder? Jetzt muss ich zum Geistheiler gehen und so machen. Ja, klasse. Ja, man kann sich auch hier wieder beleben, aber dafür haben wir jetzt. Oh. Wecker. Keine Ahnung. Ja, genau. Machen wir erstmal das hier, bevor ich jetzt erkläre, was jetzt passiert ist. Damit ich so ungefähr sehe, wie viel ich schon aufnehme. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Wiederbelebungsnachwirkungen. Das heißt, alle unsere Attribute wurden um 75% verringert. Unseren Schaden auch. Unsere Verteidigung auch. Das heißt, wir können nichts mehr. Also, wir sind höchstwahrscheinlich dann sofort tot, wenn wir einen angreifen wollen. Und das für 10 Minuten. Also schon eine Zeit lang. Aber naja, scheiße gelaufen und so, ne? Auf jeden Fall, als ich gekommen bin, war ich einfach tot. Und dann habe ich mir gedacht, esse ich erst mal und dann ist auch mein Vater gekommen. Da dachte ich mir, ach, machst du nicht, keine Aufnahme mehr. Ja, und jetzt ist ungefähr, glaube ich, 2 Tage her, ja, 2 Tage her, also. Keine Ahnung, ich habe irgendwie Bock auf WoW. Irgendwie hatte ich auch mit der letzten Aufnahme zu richtig Bock irgendwie, also hat schon richtig Spaß gemacht. Ich mache mal mein Headset ein bisschen lauter. Ja, diesmal mache ich es auch mal lauter und nicht immer nur leiser. Damit ich auch mal die schöne Musik höre. Und ich mir nicht so laut vorkomme. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt diese scheiß Wiederbelebensnachwirkungen am Arsch. Aber ich denke mal, dass wir ungefähr so 9 Minuten brauchen, bis wir da sind. Naja. Wir haben 2:31 Uhr, habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Ja, ein bisschen spät, aber ist auch egal. Deswegen ist auch keiner online. Wir könnten ja eigentlich mal schauen in Orgrimmar, ob eine Gilde da ist. Oder ob wir eine bessere Gilde finden können. Weil in der Gilde ist ja eigentlich fast gar nichts los. Jetzt sind sogar noch weniger Mitglieder. Vorher war es ja 120, glaube ich. Ja, 120 war es. So nur 118. Ja, ich denke mir, da müssen wir mal nach einer gescheiterten Gilde schauen und dann gehen wir da hin, wo wir hin wollten. Also, ja, ihr wisst ja schon, wohin. Ding, Steinklangebirge und leveln bis 30. Ich denke mal, dass wir bis 30 schaffen werden in dieser Aufnahme. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt aufnehmen will, einfach mal so lange ich Lust habe. Auch nicht zu lange, weil vielleicht will ich noch ein anderes Spiel aufnehmen, weil heute habe ich wieder so Aufnahmelaune und so. In den Voraus aufnehmen. Call of Duty habe ich ja richtig im Voraus aufgenommen. Da habe ich jetziger Stand ungefähr noch 15 Folgen. Also es hat auf jeden Fall schon Bock gemacht. Also Call of Duty ist halt so ein Spiel, was man einfach mal immer mal aufnehmen kann. Es dauert ja nicht wirklich lang. Es sind so 10 Minuten so eine Aufnahme. Und bei einem richtigen Spiel, zum Beispiel WoW, dann musst du halt immer so ein Stück aufnehmen. Also so ungefähr immer 2 Stunden spielen oder so. Das ist halt bei Call of Duty nicht so, da kannst du einfach mal sagen, ach, ich habe ein bisschen Bock aufzunehmen, dann spielst du halt einfach mal Call of Duty. So ist es halt. Deswegen nehme ich auch wahrscheinlich Call of Duty so häufig immer auf. Und ja, da gehen wir auf jeden Fall noch nicht hin, wir müssen ja dahin oder dahin. Ich glaube dahin. Ach nee, wir wollten ja erstmal nach Orgrimmar. Ja, super. Ja, egal, dann gehen wir erstmal dahin, dann gucken wir mal, wie weit die Belebungsnachwirkungen sind. Ach, ich sehe da immer noch nicht meine Maus, ne? Ach, dann spiele ich jetzt noch 15 Minuten so für die Folge und dann
Stell dich nochmal an, dass ihr dann die Maus seht. Weil, ja, ist schon ein wenig blöd. Aber egal, die 15 Minuten schaffen wir jetzt noch. Dann können wir schnell in Orgrimmade gehen und dann dahin und dann stelle ich schnell mal ein. Weil es, keine Ahnung, bei WoW ist halt so eine Maus immer wichtig. Bei Call of Duty jetzt zum Beispiel, ja, da ist es nicht so wichtig, wobei man im Menü auch die Maus sieht. Aber bei Call of Duty hat die Maus immer so einen weißen Rand drum. Ich weiß selber nicht, warum das so ist. Also in der Aufnahme hat die Maus immer so einen komischen weißen Rand drum. Und ja, das sieht halt nicht so prickelnd, toll, episch aus. Und ja, bei WoW gehört halt einfach eine Maus dazu, finde ich. So. Warum stehen da eigentlich Häuser? Steht es jetzt überall da? Weil Häuser waren eigentlich nur die Hauptstädte. Ne, die Hauptstädte war die Burg. Bilgewasser, waren wir schon mal da? Ja, da? Ja, stimmt, da waren wir schon mal. Ach stimmt, da haben wir ja bis Level 15, glaube ich, gequestet, oder? Oder bis Level 20 sogar? Ja, bis Level 20 sind wir da hingegangen, genau. War auch schon lange her, ne? Ich mache das ja jetzt schon seit 1,5 Monaten oder so. Es kann mir nicht jeden Tag eine Folge. Aber ich habe echt Spaß dabei. Ich habe wirklich echt Spaß dabei. Und deswegen wird es, denke ich, noch ein bisschen weiterlaufen. Irgendwann habe ich dann genauso viele Folgen wie Krog mit Minecraft. Ja, das ist so das Ziel. Irgendwann 1000 Folgen WoW zu haben. Weil WoW geht halt immer weiter. Auch wenn du dann fertig bist, wenn wir Level 90 sein sollten. Was ich hoffe, aber irgendwie noch nicht so wirklich glaube. Ja, auf jeden Fall, dann sind ja BGs da und Raids. Die könnte ich ja auch noch mit aufnehmen. BGs, Raids, Innis. Und so weiter und so fort und irgendwann, ja, bis wir das geschafft haben, geht es bestimmt schon wieder bis Level 100 oder so. Es sind ja, keine Ahnung, bis Level 90 werden es ungefähr dann schon um die 1000 Folgen sein. 1000 Folgen sind ja 3 Jahre. 3 Jahre? Glaubt man gar nicht. Wie mein Kanal in 3 Jahren aussehen wird, würde ich mal ohne Scheiß wissen. Ganz ehrlich. Ich rechne vielleicht, ja, weiß ich, wenn ich das jetzt wirklich 3 Jahre dann durchziehe, 1000, 2000 Abonnenten. Warum nicht eigentlich? 3 Jahre ist ja immer eine Menge Zeit. So, wir sind richtig. Ja, wir sind richtig, sicher. Aber wir haben immer noch die Scheiße. Aber egal. Dauert ja nicht so lang. So, alles klar, machen wir. Reiß mit dem Wagen. Ja, den ist einfach weg von mir. Doofes Ding. Ja, okay. Wo ist dieser komische Wagen? Da? Ne. Hallo? Wagen? Wagen? Ich sehe keinen Wagen. Können wir auch einfach so darunter? Könnten wir auch. Wir können auch, wenn wir jetzt keinen Wagen finden, dann gehen wir so runter. Rede ich auch ein bisschen schneller. Steigen wir auf mein Tier. Oder da ist der Wagen, oder? Ja. Alles klar. Gehen wir doch damit. Sieht der Wagen aus? Aber da ist ein Tau drin drauf. Den hatten wir doch schon mal, oder? Nee, der hieß anders. Aber ich habe den Namen vergessen. Der ist ja gestorben, ne? Da kommen wir gar nicht drauf. Doch, jetzt. Alles klar. Gut festhalten. Das wird eine holprige Reise. Haltet nach Nachtelfen Ausschau. Alles klar. Also heißt es, dass wir angegriffen werden? Was könnte einen verkommenen Ork wie euch denn besser gefallen, als Allianzler zu töten? Ach, jetzt kann ich es nicht mal lesen. Also als Allianzler zu töten, Utwoch. Wäre so ein komischer Name. Ist das nicht ein kranker Ort, Ut? Ah, jetzt auch noch dieses erbärmliche Lachen da. Ich kann nicht vorzoomen. Achso, es geht ja auch gar nicht. Ich dachte, meine Maus spinnt schon wieder. Ist ja immer so, vor allem bei Shooter nervt, dass du nur da die Waffe wechseln willst und da zehnmal an diesem scheiß Rad drehen musst und bis dahin schon wahrscheinlich tot bist. Ist immer ein bisschen nervig. Aber wir sind schon da. Es ging ja jetzt echt schnell. Wo waren wir denn? Da oder da? Ne, wir waren da. Ach, ich sehe das natürlich gar nicht. Ist ja blöd. Na super. Ja, schaut da zum Beispiel. Dann könnte ich sagen, ey, das ist voll cool. Und ihr wisst gar nicht, was ich cool finde. Alter. Nein. Jetzt scheint es zu klappen. Keine Ahnung. Alter, der hat irgendwie Wackel-Philipp. Wackel-Philipp. Wir sind da, oder? Und
Was macht braucht ihr? Warum tanzen wir so blöd rum? Warum steigen die nicht ab? Wir sind voll da, Kollegen. Kein Bock mehr, oder was? Ist das jetzt ein Bug drin oder so? Warte nochmal, episch refresh. Wie heißt es? Reload. So. Jetzt hängt's. Ne, jetzt läuft's wieder. Ne, keine Ahnung. Jetzt. Ja. Keine Ahnung, was passiert ist. Auf jeden Fall. Wir haben Quests. Jedenfalls können wir einen abgeben. Wir bekommen 700 Erfahrung. Ja, jetzt bekommen wir den Rang. Habe ich ja schon gesagt, dass man hier mal so einen komischen Rang bekommt. 4000 Erfahrung für eine Quest. Ja, das können wir auf jeden Fall so lassen. Und noch 30 Sekunden sind die Nachwirkungen. Ja, ich denke, die Quest können wir locker noch schaffen. Haben Haare im Mund gehabt. Jedenfalls hat sich so angefühlt. So, die Quest können wir noch schaffen. Ja, aber erst in 15 Sekunden. Sonst sind wir sofort tot. Alter. Mann, dieser scheiß Rang. Okay, so stark sind die auch nicht. Kein großer hier. Einen großen. Hört sich falsch an. Naja, so ein High-Leveler. Na, anscheinend. Ist da oben. Oh. Naja, ist auch egal. Unser Debuff ist weg und jetzt haben wir wieder mehr Leben. Wir hatten vorhin nur 900 gehabt, wenn ihr es mitbekommen habt. Jetzt bekommen wir wieder diesen komischen Rang. Aber wir sind jetzt schon, dass wir den Bomben machen. Kromgard, Elfentöter, irgendwas. Macht eine Lack wie eine Schaf oder macht sie... Ja, Schaf. Und ich sage jetzt wieder eine halbe Ewigkeit. Davon ist das schon so einer. Müssen wir einfach nur draufklicken? Ja, das geht ja schneller. Aber ich denke mal, uns wird locker noch mindestens einer angreifen. Was soll uns ja jetzt wirklich nicht stören. Ich glaube, wir machen dann nochmal ein BG und noch eine Inni. So, dass wir wieder was gemacht haben, so Inni-mäßig und BG-mäßig. Das war ja ziemlich häufig. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, okay, voll das Let's Play und du bist Level 20 machen. Und jetzt sind wir schon bei Level 26 und fast 27. Ich denke, es wird noch bis 28, 29 weitergehen. Also auf jeden Fall so bis 60 ist erstmal mein erstes Ziel, was ich habe. Und dann, weiß nicht, da machen wir vielleicht so eine Staffelpause oder so, ich weiß nicht. Bis Level 60 wird es jetzt eh noch eine Weile dauern. Ach du Scheiße, wir verlieren da extrem viel Leben. Dann holen wir mal den da. Zum Schutz einfach mal. Der greift ja nur an, wenn wir die angreifen, oder? Oder greift er auch an, wenn er einfach Feinde sieht? Wir müssen uns heilen. Ja, gut, schaffen auf jeden Fall noch. Tja. Wir sind gestorben. Maus, ganz was Neues. Wir sind das erste Mal im Kampf gestorben, oder? Sonst sind wir immer irgendwo runtergefallen oder haben gegen einen High-Leveler gekämpft. Oder einen BG. Ja, das ist scheiße. Ja, das schafft man nur, wir hatten ja noch 300 HP und dann hat er irgendwie so einen Superschlag gemacht und dann waren wir weg. Geil. Naja, egal. Ist ja der Vorteil hier bei WoW, dass man keine Erfahrung verliert, wenn man stirbt. Das ist ja bei den meisten Spielen eigentlich immer so. Hier glücklicherweise nicht. Muss man dann immer irgendetwas kaufen, dass man keine Erfahrung verliert oder so. Und ja, deswegen zahle ich auch gerne für WoW eigentlich. Weil man da diesen Nachteil einfach nicht hat. Also das Dünnste da kaufen muss, damit du den Entwicklern oder den Publishern da Geld in den Arsch schiebst. Das ist bei WoW einfach nicht so, da bezahlst du deine 13 Euro im Monat. Im Monat kannst du so viel spielen, wie du willst und hast keine Nachteile im Gegensatz zu anderen, die Kohle haben. Oder die Kohle dafür ausgeben. Es geht ja nicht immer um Kohle haben, sondern um Kohle ausgeben. Es gibt ja bestimmt viele, die haben eigentlich fast gar kein Geld, aber geben trotzdem, keine Ahnung, 100, 200 Euro im Monat aus, um im Vorteil zu sein im Gegensatz zu anderen. Und ja, eigentlich schon traurig. Crytek hat ja gesagt, dass sie irgendwann nur noch Free-to-Play-Spiele entwickeln werden. Also ich werde auf jeden Fall kein Free-to-Play-Spiel spielen. Es wird niemals vorkommen, außer zu Testzwecken oder so. Oder wenn es wirklich so ist, dass man keine Vorteile kaufen kann, wie bei League of Legends. Da
Ist es glaube ich nicht so, aber ich habe League of Legends nie gespielt. Ich hatte es einmal auf dem PC. Aber ich habe es zu teuer gespielt, aber ich weiß nicht. Ich komme irgendwie da nicht wirklich rein. Und wir haben das ja bekommen, oder? In der Indie? 12 Rüstung. Ich glaube ja eigentlich nicht. Was war das? War weg. Boah, aber ich bin halt verschluckt, Alter.